Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Feed the Beast. Hier mit unserem Minecraft Mod. Und zwar, ich habe mit dabei den Mightify. Hallo. Und den Martin. Hi. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon erkennt, unser Tobi ist leider nicht mit dabei. Der ist leider krankheitsbedingt verhindert. Dementsprechend nehmen wir heute ohne ihn auf. Oh Gott, ich habe hier vor den Frosch im Hals gerade. Oh Gott. Habe den ganzen Tag schon aufgenommen hier. Ich weiß ja auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Der Mightify kümmert sich gerade ein bisschen um den Garten. Der Martin beginnt hinten unseren eigentlichen Minenzugang zu buddeln. Und ich werde mich jetzt damit beschäftigen, einen Geothermalgenerator zu bauen. Ja, das ist der Plan. An den wir uns vielleicht auch halten. An dem wir uns vielleicht auch halten, genau. Und einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe ja, dass ich das Ding eigentlich fertig kriege. Ganz normal. Wir brauchen erstmal ein Iron Furnace. Also auf jeden Fall, was ich jetzt auf jeden Fall erstmal mache, ist, ich brauche Eisen und ich brauche Zinn und das können wir einmal einen kompletten Stack sowieso hier einmal einschmelzen. Weil das brauchen wir sowieso ständig. So. Das war jetzt so nicht geplant. So. Was treibst du? nix. So, dann können wir quasi einmal, wir haben ja Gott sei Dank schon genug Eisen, unseren Iron Furnace hier bauen. Den hätten wir soweit auch. Dann brauche ich 3 Refined Iron und eine RE-Batterie. Refined Iron habe ich gerade nicht. Dann mache ich mir das mal schnell. Aber ich kann mal gucken, ey. Ich kann mir das mit dieser komischen Batterie auch nicht merken. Ich tue aber anstatt der Holzblöcke mal Kohle da rein, ja. Die gute Kohle. Holzkohle. Es ist Holzkohle. Okay. Dann ist okay. Oh. Hättest du ja auch gleich präzisieren können. Tut mir leid. So, haben wir hier noch irgendwo da. Warte mal. Und dann brauchen wir hier Zinn. Und dann hätten wir auch unsere RE-Batterie schon. Das ist, gefällt mir schon mal gut. Und dann brauche ich schon mal die 3 Refined Iron. Ja, das funktioniert ja gerade wieder super hier. So, genau. Ich hoffe, dass ich es auch irgendwann mal schaffe, dass ich mir die Rezepte mal so ein bisschen merken kann. Aber ich habe da so ein bisschen meine Hoffnung, glaube ich, verloren. So, den Generator hätte ich schon. Dann brauchen wir nur noch Refined Iron und die Zellen. Dafür brauche ich jetzt das Zinn ein bisschen. Und hier noch ein bisschen Eisen. Und ja, da können wir eigentlich auch direkt Refined Iron draus machen. Macht Sinn natürlich, dass wir vorher Holzkohle draus machen. Ich gebe euch recht. Ja, eigentlich nur 2. Das sieht gut aus. So. Machen wir das auch gerade mal so hier. Warum kommt da jetzt keine Holzkohle raus? Da. Wunderschön. Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Doch. Warum? Nee, passt. Ich hab gedacht, ich hätte mich verzählt, aber ich hab Verdacht. So, genau. Zinn wollte ich. Wir brauchen diese Zellen hier. Einmal zumindest erstmal.
Und dann brauchen wir eigentlich auch nur noch Glas und dann haben wir eigentlich auch schon unseren ersten Lava-Generator. Mal Glas war hier drüben drin. Ich, was ich ein bisschen schade finde immer noch, ist, dass ich hier nicht so wirklich Musik habe. Ja, da haben wir auch schon unseren ersten Geothermal-Generator. Das ist schön. Haben wir schon normale Eimer zumindest? Mal so also als kurze Frage. Einen hatten wir, weil ich Wasser geholt habe. Stimmt. Ach. Gut. Haben wir schon... muss ich gerade mal gucken. Weil ich habe jetzt... von den Kabeln her sollten wir schon die Glasfiber nehmen. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn das Sinnvollste? Du willst gleich mit Glasfaser anfangen? Ja. Mhm. Muss ich gerade nur mal wieder gucken, wie das Rezept war, weil... Elektrom machst du aus Silber und aus Gold. Genau. Brauchst du Silber und Gold? Habe ich nie gewollt. Hihihi. wo haben wir das denn überhaupt? Achso. Man sollte vielleicht doch einmal hier vorne hingehen. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal 10 Gold und 10 Silber. Müsste ja erstmal reichen. Bei Elektrum, ging das überhaupt so einfach oder musste ich das irgendwie pressen? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Diese Glasfaser, das weiß ich nicht mehr. Normalen Kabel musstest du ja mit so einem Werkzeug irgendwie aus dem Bahn schnitzen oder mit diesem mit dieser Maschine. So. Genau. Ah, so war das mit den Elektronen. Was? Sorry, Marty. Ich hab dir gerade nicht so ganz folgen können. Hast du schon rausgefunden, wie es geht? Ja. Sehr gut. Einfach nur Gold und Silberdust nebeneinander. Und dann hätten wir Elektrum 20. Das ist schön. Und das können wir jetzt einschmelzen. Beziehungsweise, ja. Wunderbar. Dann können wir das einschmelzen hier. Ist ein Traum. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, haben wir überhaupt schon Diamanten gefunden? Ja, wir haben natürlich auch schon Diamanten. Das ist ein Traum. Was eine Frage. Ah, Martin, der alte Profi. So, da hätte man noch... An den Puckel krumm gemacht. Alles für die Gruppe, jawohl. Gut. Ich würde mal sagen, hier Pulverizer. Wobei, es ist ja nur das eine, was ich eingesammelt habe. Dann kann ich das da auch direkt reinpacken. Warum auch immer der das gerade nicht aufnehmen wollte. Na, nun gut. Ja, also mal im Übrigen, es macht halt am meisten Sinn, direkt auf die Glasfaser halt zu gehen, weil die halt am wenigsten Verlust haben über die Strecke. Ja. Denk dran, nicht gleich einen Knall zu machen. Doch, weil das kann ich. Das kann ich, Martin. So. Dann hätte ich hier Glas. Hast du bestimmt schon ein bisschen Elektrum fertig, jawohl. Warte mal, wo ist denn das andere Glas da? So, dann hätten wir da Diamanten und da hätten wir das Elektrum und dann hätten wir zumindest schon mal 40 Glasfaserkabel.
Ich habe jetzt natürlich auch noch Diamanten extra übrig gelassen. Drei Stück noch. Und jetzt ist wieder die Frage, dafür brauchen wir wieder eine richtige Ranch, um das Ding abzubauen. Aber jetzt gehe ich erstmal rüber und setze es zumindest schon mal. Achso, man sollte vielleicht auch den Eimer mitnehmen, weil den könnte man gebrauchen. Wenn nicht, mache ich jetzt einfach noch einen. Da ist zumindest ein... Wir haben hier auch schon einen Eimer mit Lava. Ja? Cool. Ja. Mhm. Coole Sache. Da haben wir sogar drei Eimer schon. Dann gehe ich jetzt rüber und setze schon mal den Geothermal. Das freut mich sehr. Unser Martin ist da schon fleißig am Buddeln, wie ihr seht. Ach ja, oh. Es wäre ja auch so ein Extractor ziemlich geil. Ja, wenn du den bauen könntest, wäre das eine ziemlich coole Nummer. Ja, ich setze mich mal ran. Okay, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, Martin, wo wollen wir oben den Keller ansetzen? Die Frage ist, ob wir überhaupt einen Keller ansetzen. Willst du das alles hier oben drin haben? Naja, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir machen es in die Decke, wo wir die Zwischendecke, die wir geplant haben. Und in die Wände, halt so wie es passt. Ich denke, das reicht ja platzmäßig, oder? Könnten es von der Theorie her auch in die Zwischendecke machen, ja. Da gebe ich dir recht. Wo jetzt natürlich noch nichts ist. Also zumindest mal hier mache ich das jetzt zumindest mal zu auf die Seite, wo ich jetzt die Generatoren hinmache. Genau, vier. Diesen Gummisaft musste ich nur in den Ofen schmeißen, oder? Ja, also die Sticky Reason meinst du? Ja. Ja. Ja, gut. So. Oh Gott. Mir wurde auch ein Tipp gegeben, ich bin jetzt natürlich wieder vorbereitet wie ein alter Profi, ne? Und hab natürlich den Namen wieder nicht. Aber wir sollten uns wirklich hier am Anfang mit... Solange du noch weißt, was der Tipp war. ...mit Magic beschäftigen. Ja, das kriege ich gerade noch so zusammen. und dann eigentlich erst mit der Energie. Jetzt muss ich natürlich gestehen, ich habe mich mit Magic noch nie beschäftigt. Das bezieht sich bestimmt auf den Towncraft-Mod. Ja. Ja. Da die ersten Sachen, die man da braucht, um da irgendwas mit zu bauen, sind sehr billig. Im Prinzip willst du am Anfang nur erstmal einen Zauberstab bauen, der ist eigentlich auch billig. Und der sammelt eigentlich bei so ziemlich allem, was du machst, halt dann magische Essenzen. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn man den gleich am Anfang mal baut. Okay. Mal gucken, wie die Rezepte waren. So. Was ich mich gerade frage, muss ich eigentlich überhaupt eine Zwischenwand einbauen? In die Zwischendecke? Doch eigentlich nicht, oder? Nein. Natürlich nicht. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Freut mich sehr gerade. Da schießt was auf mich und da will uns hier irgendwas die Tür eintreten. Ich merke, dass ich vorhin wieder 7 Days gespielt habe.
alles da einfach ganz anders ist. Also von der Menüsteuerung, ich will immer Tab drücken. Ach ja. Es hat ewig gedauert, bis er sich an das Tab gewöhnt hat, ne, und dann. Ja, ich muss das hier mal umstellen. Schrecklich, ey. So. Dann hätte man das zumindest auch schon mal hier. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Lösung eigentlich, dass wir das Ding in die Zwischendecke hauen. Bis auf, dass es halt für einen Anfang halt extrem nervige und lästige Rennerei ist. Maitje, hast du eigentlich die Kakteen? Haben wir Kakteen da hinten stehen? Ich glaube ja, gell? Da, ich glaube nicht. Haben wir? Nee, ich glaube nicht. Wir haben keine Kakteen, das ist natürlich schlecht. Da weiß ich jetzt nichts von. Ach so, wegen. Weil wegen wir der bräuchten. Dichtung. Genau, wir bräuchten die Waterproof Pipe. Weil vielleicht haben wir ja auch ein bisschen Glück und der Martin findet jetzt direkt einen Lavasee unter sich. Den hat er bestimmt schon gefunden. Ja, Lavasee ist ja sogar oberflächlich einer. Ja gut, aber ich wollte jetzt das nicht ewig weit hier pumpen. Oh, was zu essen, ich muss wieder rüber, ey. Kriegen wir schon hin. Ja, ich denke doch auch. So. Ich alter Bauprofi hier. Ach, Zombies. Mann. Muss jetzt mal zumindest mal den Rand hier so drumrum setzen. Dass mich hier zumindest mal die Skelette schon mal nicht mehr nerven, ey. Findest du denn Zombies? Ich denke, du buddelst. Ja, aber irgendwie habe ich keine Ruby Eggs mehr und deswegen geht die dauernd kaputt. Ah, okay. So. Den Profi erwische, der diese bescheuerte Wand hier hingesetzt hat. Was hast du gesagt? Wir haben einen Extraktor. Das ist gut. Den kannst du dann von der Theorie auch rüberbringen schon. Wenn wir die Tür reinkommen, wird, denke ich mal, die linke Wand vom Sinn her am meisten ergeben. Genau. Dann müsste ich theoretisch hier den Geothermal hinbauen. Beziehungsweise können ja ein bisschen weiter vorne anfangen. Würde ich sagen hier. Genau. So. Du hast nicht zufällig was zu essen anstecken. Doch. Du jetzt mich? Oh, cool. Ein Apfel. Zwei Äpfel. Du bist Dufte. Das hilft mir auf jeden Fall schon mal nicht, dass ich verhungere. Finde ich super. Und zwar werden wir den Extractor, beziehungsweise können wir dann auch könnt ja oben die Lava schon mal reinschmeißen. Fällt mir da mal so dazu ein. Soll ich den hier einfach mal daneben stellen? Nee. Das Ding kommt nach unten. Weil wir wollen ja quasi. Das ist ja Zwischendecke hier. Ja. Und von der Zwischendecke aus, hier können wir dann größere, also MFEs und sowas hinsetzen. Beziehungsweise
beziehungsweise halt auch Lichtsteuerung und alles sowas machen. Dafür ist die ja da. Und wir gucken jetzt quasi von der Theorie her hier irgendwo, weiß ich gerade nicht, müsste quasi genau. Hier kommt der Geothermal runter und dann könnten wir theoretisch auch hier schon das erste Gerät reinstellen. Unten. Runter. Ich hätte es eigentlich in die Wand gestellt. Ach so. Ja. So. Verstehe, Leute. ja, mit der passenden Wrench kann man es ja auch so abbauen. Ach, das war. Goldene, die Das haben wir da war schon. diese Bronzene. Ja, Bronzen, genau. Der Geothermal gibt jetzt wie viel Strom aus? Das ist eine sehr gute Frage, gell? Wir können es ja auch einfach anschließen und gucken, ob es platzt. Ja, ich gehe dann schon mal weg. Okay, ich mach's. Ich weiß es nicht mehr. Das muss ich auch ehrlich sagen, es ist ja auch ewig her. Wird schon reichen. Ja, stimmt. Das ist nicht das Problem, dass es reicht. Das Problem ist eher, wenn es zu viel ist. Ach so, richtig. Aber die Geothermal geben nur so viel aus. Okay. Das heißt, wir können jetzt unsere ganzen Gummibäume da hinten abreißen und können einfach das Holz da reinschmeißen. Und da kriegen wir auch Gummi raus. Und aus dem Sticky Reason bekommen wir jetzt noch mehr raus. Finde ich persönlich schon mal sehr toll. Dann haben wir unsere erste Energieversorgung. Und ich gucke jetzt mal noch ganz kurz, was unser Martin unten gemacht hat oder wie weit er schon gekommen ist. Ich bringe eine Ruby-Ex mit. Eine Pickaxe meinst du? Eine Ruby-Ex halt. Also eine, die nicht aus Stein ist. Ich bin ja nicht so zu dir. Okay, du hast auch schon ein ganz schönes Stück geschafft. Gut, wir müssen natürlich mit der Wrench mal theoretisch gucken. Müsste eigentlich die Bronzene sein, die wir schon gebaut haben. Damit müssten wir das von der Theorie her eigentlich abbauen können. Ja, wir buddeln uns nach unten und ich bin gespannt, wie weit wir dann noch so kommen, generell. Nächste Folge. Und dann war es das eigentlich auch schon. Alter, ich sehe schon, wir sind hier schon bei 23 Minuten. Ja. Leute, Folge leider rum. Ja, es ist so bei Minecraft FTPs, wenn du ein bisschen was zu tun hast, geht es einfach viel zu schnell rum. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Denkt dran, auch vielleicht mal beim Deadmat vorbeizuschauen. Für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Veröffentlichung ist Dienstag, Donnerstag und Samstags. Aber ich denke, das solltet ihr schon mitbekommen haben. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.